Heute ist wieder ein schöner Tag. Wir gucken einen Siemens-Film an. Ja, ich weiß, ich weiß. Genau. Aber wie siehst denn du aus? Na, wie werde ich aussehen? Weißt du nicht mehr, wo wir geschaut haben, die Filme Titanic? Ja, genau. Da in der Brüstung sind sie gestanden. Ja, du auch. Ja. Wir haben uns gegeben einen Bus. Genau. Und dann bin ich klatschen nass geworden. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Was? Das passiert mir nicht mehr. Wenn ich gucke Filme mit der See an, immer Vorsicht. Geht das Schiff unter, wo wir jetzt angucken? Nein. Nicht? Ich habe übrigens meinen Seehund dabei. Das ist originalgetreu. Genau. Ja. Das Schiff geht nicht unter. Da ist unsere Frau Schateffi mit der Smutje und die ganze Familie, Captain Holger, Matrosen. Tim und Ben, ja, und Wasser. Viel Wasser, aber ich habe Angst. Ich habe schon Angst, ich habe keine Schwimmgürtel. Oh. Nein, wir gucken jetzt und ich kann nur eines sagen. Ich gehe nie auf Wasser. Ich mache Trockenübung. Solange du nicht weißt, wo die Steine liegen. Genau. Jetzt wünsche ich mir viel Spaß mal mit ein bisschen Einblick in das private Leben von der Frau Steffi, weißt du? Oh, da bin ich gespannt. Was macht sie, wenn sie nie Filme schreitet? Genau. Und was macht sie überhaupt so, wenn sie nicht im Büro schafft? Genau, was guckst du immer zu den Leuten? Du sollst gucken, dein Boris. Ich suche Steffi. Na, die ist da nichts. Also, viel Spaß und einen guten Tag. Und wenn sie Siemens Film angucken, so wie ich. Aufpassen. Ja, tschüss. Tschüss. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man fremde Länder und noch manches andere sehen. Holla hi. Hallo Corona, hallo Boris. Die Crew der La Pirogue grüßt euch Landratten. Und wir wollen euch heute mal mitnehmen auf unser Schiff. So, unsere Crew, das ist unser Matrose Ben, unser Matrose Tim, und unser Captain Holger. Und jetzt setzen wir Segel und segeln los. Und heute ist die Starkwindwarnung an. Muss man ein bisschen im Auge behalten. Könnte eventuell noch gut Wind geben heute. Und der kam dann auch und brachte uns eine wunderschöne Regenbogenwolke. Wir haben den See, die Berge, schöne Mädchen um den Wald. In keiner der fünf Jahreszeiten bleibst du lang allein. Wir sitzen am Ufer und schauen auf den See hinaus. Und uns wird sofort klar, genau hier sind wir zu Hause. Ja, nach so einem langen Segeltag hat die Crew jetzt natürlich Hunger. Und was ist die typische Arbeit einer Smutje? Kartoffeln schälen. Riecht gut. So, und jetzt gibt's lecker Essen. Wir wünschen einen guten Appetit. Tschüss. Wir lieben den Bodensee. Er ist für uns das Herz der Welt. Denn zum Glücklichsein gibt's nichts, was uns hier fehlt. Wir lieben den Bodensee.
stehen.